Vor 15 Jahren wurde in Deutschland die erste moderne Babyklappe eingerichtet. Seit 2007 gibt es auch in Sattrup bei Flensburg eine. Verzweifelte Mütter können hier seitdem anonym ihr Baby abgeben. In erster Linie sollen damit lebensbedrohliche Situationen verhindert werden. Das Ziel ist tatsächlich, Kinder in Obhut nehmen, um Leben zu retten, dass sie nicht irgendwo ausgesetzt werden, wo sie nicht gefunden werden, weil Mütter vielleicht Befürchtung haben, entdeckt zu werden. Die Abgabe ihres Babys soll einer Mutter so diskret und sicher wie möglich gemacht werden. Die Station in Sattrup ist 24 Stunden am Tag besetzt. Das Baby wird durch eine Metallklappe in ein beheiztes Bett gelegt. Die Klappe verschließt sich danach automatisch und kann im Anschluss von außen nicht mehr geöffnet werden. Nach einer halben Minute wird die zuständige Mitarbeiterin automatisch alarmiert. Durch die Verzögerung hat die Mutter die Möglichkeit, sich ungesehen von der Klappe zu entfernen. Nach einem Routinecheck im Krankenhaus wird das Baby dann vorübergehend von ehrenamtlichen Pflegeeltern versorgt. Für die Mütter ist das kein endgültiger Schritt. Sie haben immer die Möglichkeit, zurückzukommen. Also das ist ja so, dass die Abgabe in eine Babyklappe ja so ist, als wenn man ein Kind in Obhut gibt. Das ist nicht strafbar und somit hat die Mutter die Rechte an ihrem eigenen Kind ja noch nicht verloren oder aufgegeben. Und sie kann sich entsprechend dann auch noch entscheiden, oh, das empfinde ich jetzt doch als ganz, ganz schlimm und möchte das so nicht, dass mein Kind dann vielleicht zur Adoption freigegeben wird, dass ich alle Rechte verliere, sondern ich kann mir das vielleicht doch vorstellen oder die Gewissensbisse sind dann so groß, dass sie es dann in der Familie erzählt und dass man das dann doch nochmal zusammen bespricht und hinbekommt und dass das Kind dann zu sich nimmt. Sterni Park betreibt auch in Hamburg zwei Babyklappen. Insgesamt wurden hier seit Beginn 49 Kinder abgelegt. Die Babyklappe in Sattrup wurde dagegen noch nicht in Anspruch genommen. Wert gelegt wird aber vor allem auf Prävention. Wir sind ja auch froh, wenn die Mütter sich vorher melden über unsere kostenlose Notrufnummer und gar nicht diesen Weg gehen müssten. Das soll ja auch wirklich nur der letzte Ausweg sein für Mütter, die gar nicht weiter wissen.